du möchtest einen Schritt weitergehen und möchtest auch mal im Logprofil filmen und dafür nicht Tausende von Euros für eine neue Kamera ausgeben, dann kann dieses Video hier für dich sehr interessant werden. Also bleib dran. Und damit willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video. Ich bin der Norman und heute geht es bei mir ums Logprofil. Ja, ihr kennt es, ihr seid schon seit geraumer Zeit Hobbyfilmer und ihr wollt mal eine kleine Klasse höher. Ihr habt euch jetzt langsam mit beschäftigt, mit dem Schnittprogramm und seid vielleicht schon ein bisschen mehr drin im Color Correction, Color Grading. Und dazu braucht ihr natürlich irgendwann mal ein Logprofil. Ja, in der Canon M50, mit der ich hier gerade filme, gibt es ein CineStyle-Profil. So ungefähr wie bei der DJ Osmo Action, da gibt es auch so ein Cine-Style, aber das hat jetzt wenig mit Logprofil zu tun. Man kann zwar hinterher ein bisschen mehr bearbeiten, aber im Logprofil ist natürlich etwas anderes. Ja, also was gibt es für Alternativen? Es gibt Alternativen natürlich wie immer, und zwar das Smartphone-Film. Ich filme jetzt schon seit geraumer Zeit meine Videos mit dem Smartphone und habe da eine App drauf, die nennt sich Kamera Pro by Moments. Und die möchte ich euch jetzt mal kurz zeigen. Also wir schwenken mal um aufs iPhone, würde ich sagen. Was müsst ihr tun? Ihr geht hier in den App Store, beziehungsweise dann in dem Google Play Store, sucht euch die Pro Kamera by Moments raus. Achtet darauf, hier gibt es auch noch die Pro Kamera Foto. Also achtet bitte wirklich drauf, dass ihr das gleiche habt hier. Also dieses Zeichen. Ansonsten habt ihr nämlich ein Problem. Die kostet 13,99 und die ich habe hier, die Pro Kamera by Moment, die kostet derzeit im App Store 6,99. Die zieht ihr euch runter und wenn ihr das gemacht habt, ist das auch gar nicht schwer. Ich werde jetzt die App mal öffnen und jetzt mal das Ganze drehen. So, ich habe jetzt hier, wie ihr seht, das Default. Das ist jetzt praktisch das normale Profil. Die normale Bildgebung, die man hier so hat, ohne dass man irgendwas einstellt. Ich denke mal, das wird jetzt so eine Art JPEG sein, ist halt fertig komprimiert und das war's. So, jetzt gehen wir mal in das Menü. Da habt ihr dann nochmal die Wahl auf ein Flat. Ja, das ist dann schon ein bisschen flacher, das Profil, ein bisschen cinematischer. Ist auch ganz cool. Aber wir wollen ja das Log-Profil haben und ihr seht schon, ja, da sind die Farben plötzlich fast weg. Ja, das ist super, weil genau dieses Profil brauchen wir jetzt. Ich habe jetzt hier alles soweit eingestellt, wie ich es haben möchte. Wenn ihr genauere Informationen oder ich mal ein Tutorial über diese App machen soll, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. So schwer ist die gar nicht. Ich habe jetzt das Log-Profil und werde euch jetzt mal den Unterschied zeigen zwischen Log-Profil und wie man das denn Color Corrected. Und ihr seht den Unterschied ganz eindeutig. Ich werde jetzt nochmal aus dem Log-Profil gehen und das normale Menü nehmen und werde das hier auch nochmal filmen, damit ihr auch den Unterschied seht. Also das ist hier praktisch das fertige Bild. Kann man nachbearbeiten, aber halt nicht mehr so gut wie im Log-Profil, weil da die hellen und die dunklen Punkte doch anders erfasst werden. Ihr habt also den Unterschied jetzt gesehen zwischen normalem Farbprofil und dem Log-Profil. Ja, das geht mit dem Handy super. Das einzige Problem, was so ein Handy hat natürlich, ist, ihr habt nicht diesen unscharfen Hintergrund. Oder ja, ihr könnt den schon hinbekommen, da müsst ihr halt sehr dicht dran. Das sieht aber bei einer Person dämlich aus. Ganz ehrlich, das sieht dämlich aus. Wenn ihr natürlich jetzt hier, weiß ich, habe hier ein Ladegerät, wenn ihr das filmt und dann da nah rangeht, ist natürlich der Hintergrund auch ein bisschen unscharf. Es gibt Alternativen, ihr könnt euch dazu gerne Linsen kaufen. Gibt es für Smartphone auch mit Case, mit allem drum und dran. Die sollen sehr super sein. Ich habe sie persönlich nicht oder noch nicht. Und ich wollte ja auch noch kurz sagen, warum ich nicht die Filmic genommen habe. Und zwar geht es eigentlich darum, dass die Filmic ist ja sehr gut oder soll sehr gut sein. Ich habe es ja noch nicht testen können. Das Problem ist mit diesem unscharfen Hintergrund, da brauche ich jetzt nicht eine teure App mehr kaufen. Die kostet ja derzeit 16,99 €, wenn du dann noch das Farbprofil dazu haben willst, noch mal ein bisschen mehr. Und dann kannst du da noch updaten, jetzt auf 10-Bit mit V-Log 3, Log, weiß ich was. Bringt dir aber nichts, weil es erst ab iPhone 12 funktioniert. Beim Android weiß ich jetzt nicht, ab welchen das da funktioniert. Da müsst ihr euch mal selber ein bisschen belesen. Ich weiß nur ab iPhone 12 und das habe ich nicht. Ich habe nur das iPhone 11 und von daher würde die App Filmic Pro für mich erst in Frage kommen, wenn ich mal mein iPhone wechsle.
aber das wird in naher Zukunft nicht passieren. Und deswegen sage ich euch, kleiner Tipp, die Moment-App für 6,99 kannst du nichts falsch machen, da ist das Flat-Profil mit drin. Das brauchst du nicht extra zahlen wie bei Filmic Pro und gerade zum Anfang reicht das vollkommen aus. So viel zum Log-Profil in einem kurzen Quick-Tipp-Video. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Abo sehr freuen. Vielen Dank schon mal dafür. Freunde, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Wollt ihr, wie gesagt, mehr von dieser App wissen, dann lasst es mich wissen in den Kommentaren. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Bis bald. Tschüss, sagt euer Norman.